Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Wir fahren durch die Lok. Nein, Transport Fever. Es geht wieder los. Hoffentlich jetzt auch wieder mit OBS. Mal sehen, ob es mitmacht oder nicht. Das werden wir im Verlauf sehen. Ja, bei den letzten Folgen war leider dann irgendwann mein Ton dem restlichen Videomaterial ein ganzes Stück voraus. Gut, also jetzt nicht allzu dramatisch, aber es war schon so, dass es spürbar war, dass dann irgendwann der Ton weiter war als das Bild. Was Shadowplay da auch immer vorhat, weiß ich nicht. Wer weiß. Sollte man ab und zu so ein paar Straßengeräusche hören, kann es daran liegen, dass ich gerade meine Fenster auf habe, weil es einfach gerade wunderschön draußen ist. Wir haben, naja, wie warm wird es draußen sein? 12, 13 Grad wahrscheinlich. Blauer Himmel, Sonnenschein. Ich kann ja mal kurz auf das Wetter gucken. Das Wetter sagt, wir haben aktuell 16 Grad sogar. Also es ist wirklich wunderschönes Wetter. Da werde ich mich vielleicht nachher sogar nochmal rausbegeben. Was heißt vielleicht, da werde ich mich nachher nochmal rausbegeben. Einfach mal das schöne Wetter genießen, wenn es jetzt mal wieder soweit ist. Aber wirklich strahlend blauer Himmel, da muss man einfach die Fenster aufmachen, um hier mal wieder Sauerstoff reinzukriegen, ordentlich viel. Und das Ganze mal wieder hier ein bisschen zum Luftaustausch zu bewegen. So, wir haben ja hier in den letzten Folgen fleißig Züge ausgewechselt. Und so weiter und so fort. Und ich sehe gerade, die haben sich ja hier unten noch hingebaut. Jetzt schon über den Fluss. Ihr seid gar nicht angebunden an den öffentlichen Nahverkehr. Ja, die Linien gehen nämlich. Was ist. Achso, das ist hier Güterverkehr. Die Linie geht nämlich nur hier hin. Dann wollen wir dich mal verlängern nach hier unten. Ja, mach mal einfach hier mal so eine Straße rein. Und dann brauchen wir jetzt noch Bushaltestellen. Hier und hier. Und dann brauche ich jetzt mal nur sichtbare Linien. Der Bus in Greding. Ach so, das muss ich übrigens dann auch noch machen. Bei den Zuglinien, die ich erweitert habe, habe ich nämlich. Ne, bei den Buslinien, da ist mir aufgefallen. Habe ich das nämlich gar nicht gemacht. 7. So, so. Und dann geht's weiter, genau. So. Das habe ich nämlich hier, als ich. Wo war es denn? Als ich hier unten den Bus erweitert habe. Habe ich das hier nämlich ganz vergessen. So. Jetzt ist auch das wieder schön. Und genau. Wir haben das hier soweit gemacht. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie wir jetzt fortfahren. Ich würde hier oben eigentlich weiterbauen wollen. In eine der Richtungen dann. Oder erstmal vielleicht mal ein bisschen was mit Gütertransport machen zur Abwechslung. Das wäre vielleicht auch mal was. Dann werden wir jetzt einfach mal gucken. Straßendepot. Also Straßenfahrzeuge, so rum. Haben wir hier eine Linie rüber? Ja, doch, haben wir. Nur sichtbar mal kurz. Was gibt's denn an Gütertransport? Den Opel Blitz. Das ist vielleicht am sinnvollsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrzeuge machen wir mal, der jetzt auf den Stein-LKW fährt. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal auf den Baumaterial-LKW, der quasi Baumaterial hier rüber bringt. So. Hier ist Winsbach. Hier ist das. Hier ist das, genau. Wo macht es denn hier Sinn? Hier unten. Hier haben wir eigentlich eine extra Sache, wo wir Baumaterial und so machen können. Da müssen wir eigentlich gar nicht das von da oben nutzen. Da können wir den hier oben eigentlich auf die Sachen hier speziell halten. Also machen wir dann hier noch eine Streckenverbindung hin. Was Güterverkehr angeht. Ich hätte gern einen Güterbahnhof. In 240 Meter Länge macht man ruhig mal viergleisig. Den ich dann. Ja, setzt man hier so hin. Es wird hier irgendwie nicht besser, so wirklich. So, irgendwo einen Mittelweg finden. Das ist ein bisschen zu weit. Machen wir es mal so.
Hängt jetzt zwar auf einer Seite ein bisschen raus, nämlich hier drüben, und auf der anderen Seite ein bisschen drinne. Aber damit können wir leben. Der wird hier ein bisschen begradigt und dann passt das schon. Damit muss man jetzt leben können. Den binden wir an. Machen das dann wieder ein bisschen schicker. Soll ja schließlich alles schön aussehen. Und dann wollen wir dich mal ein bisschen aufrüsten hier. Wenigstens die Concrete-Schienen hier. Oberleitung können wir schon mal anmachen. Das macht vielleicht Sinn. So, du kriegst hier ruhig die 160er Schienen. Sollst du auch ein bisschen schnell die Güter von A nach B bringen können. Wollen ja schließlich hier nicht trödeln. So, damit sich die Stadt auch weiterhin dann ausbreiten kann, machen wir gleich mal den Bahnübergang noch mit hin. Gleiches hier unten. Hier führen wir die Gleise so raus. Jetzt habe ich es ein bisschen in der Kurve gebaut, also muss ich es jetzt überall in der Kurve bauen. Weil sonst meckert er mich voll. So. So sieht das schön aus. Das gleiche machen wir hier drüben noch. Und passen das an. So, aber die Stadt ein bisschen mithelfen. So, heißt, ich werde jetzt hier unten diesen Gleisstrang hier nehmen und den hier jetzt so rüberführen, dass der dann hier rüber geht. Das war das, was ich sagen wollte. So, hier schön parallel zu dieser Strecke. Aber was heißt parallel zu der Strecke? Einigermaßen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte dich hier anschließen, gibt es da einen Tunnel? Oder. Ja, gut, das ändert nicht wirklich was. Hier ein Tunnel ist trotzdem nichts Schlechtes. Erstmal. Genau. Und wie wir diese kleine tiefe Stelle hier bezwingen, macht man hier so eine Brücke hin. Da kann man nämlich sonst auch drunter durch nochmal gehen. So. Auf der darf ich 160 fahren, dann auf der Brücke. Also nehmen wir die doch gleich. So. Einmal dran da. Bumm. Fertig ist. So, hier fahren jetzt die ersten LKWs schon fleißig hin und her. Ihr dürft gleich mal wenden, ihr beiden. Und du übrigens auch schon. So, und wie sieht's hier unten mit euch aus? Neue Wagen. Wunderschön. So, und wer hätte es gedacht, jetzt leckt es wieder. Wuhu. Scheinbar geht es doch noch nicht ganz so. Warum auch immer? Oder fängt es sich wieder? Ich glaube nicht. Oder doch, jetzt hat es sich wieder gefangen. Ich bin begeistert. Dann war das nur so ein kleiner Zwischenfall. Und es geht wieder, also alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich nicht beschwert. Nein, nein, das tut nur so. So. Die führen wir hier gleich mal raus. Und von hier aus führen wir noch einmal ein Gleis rüber, auf dem wir hier so ein bisschen wechseln können, dass wir hier so von überall mal überall hinkommen. Genau, wäre zumindest ganz praktisch. Und dann wollen wir jetzt einfach mal gucken, was wir hier am besten dann für Güterzüge draufsetzen. So, und hier müssen wir natürlich dann auch noch so ein Gleis machen. Allerdings werde ich das jetzt hier erstmal so rausführen. Das beides. Und dann können wir nämlich von hier auch
einmal so das Ganze machen. Hier können wir auch überall Doppelweichen machen, perfekt. Was heißt Doppelweichen? Gleiswechsel. Ah, dann mache ich trotzdem nochmal hier. Warte mal, hier komme ich von dem auf das, also mache ich hier genau andersrum den Gleiswechsel rein. Hier komme ich von hier auf das da, also muss ich quasi so einen noch reinmachen. So. Signale brauche ich. Erstmal ein Main-Signal kommt hier eins hin. Und dann kommt hier drüben noch ein Main-Signal hin. Und dann brauche ich jetzt meine tollen Signale, die blinken, die ich ja immer so gerne hier hinsetze. Da so ein Ausfahrtssignal hin. Können wir eigentlich auch gleich ein Blocksignal draus machen. Dann machen wir hier noch ein Blocksignal. Vor dem Tunnel, hinter dem Tunnel. Und das reicht eigentlich auch schon. Genau. Jetzt brauchen wir nur noch eine Linie, die von hier nach hier unten fährt. So. Du bist der Güterbahnhof in Menden. Güterbahnhof. Und das, du bist der Baumat. Oder warte mal, wie könnte ich die denn nennen? Die Güterzüge. Ich habe RAs. Haben Güterzüge auch irgendeine bestimmte Bezeichnung? Bestimmt. Muss ich jetzt einfach mal schnell googeln.